So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute geht's auf Schatzsuche. Ich habe schon eine Schatzkarte mir besorgt. Gehen wir erstmal zum Händler rein und gucken, was der so hat. Hast du irgendwelche, also ich habe ja schon eine Aufgabe von ihm angenommen. Gucken wir mal, ob der irgendwas Gescheites hat. Wir verkaufen gerade mal unsere Munition, wo wir im Moment nicht brauchen. Ich habe ja die Hohlspitzgeschosse gecraftet. So. Ich habe auch schon ein paar Level gemacht. Ich habe da nämlich was, eine neue Hortenbase gebaut. Für die nächsten Horten hat es uns reicht noch für 3 bis 4 Horten. Aber dann leider nimmer. Und deshalb gucke ich jetzt gerade mal, ob der irgendwas Geiles hier noch hat. Weil ich noch nicht hab, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Nix. So. Hab gerade mal geguckt. Ich habe meine Einstellung ein bisschen geändert. Zum gucken, ob das Spiel jetzt flüssiger läuft oder nicht so flüssig. So. Aber am Anfang muss sich die Map erst wieder generieren. So. Rennen gerade mal zu unserem Motorrad, dann gehen wir direkt zur Quest. Ich habe also hier ein bisschen was mitgenommen an Essen. Hier habe ich schon ein paar Schatzkarten. Antibiotika habe ich mitgenommen. Ja, ein bisschen Sprit. Die wollte ich eigentlich zu Hause lassen, aber hier habe ich vergessen raus zu tun. So. Rennen wir gerade mal zu unserem Motorrad. Das irgendwie hier rumliegt. Und jetzt geht's los. Richtung Schatz. 1 Kilometer ist es der Schatz entfernt. Mal schauen, was wir da so alles erleben. Ich hoffe, der Sound passt soweit auch. Wie schon gesagt, ich habe ein bisschen an der Grafik rumgespielt. Gerade mal kurz gucken, wo der. Ich habe auch noch die Krankenschwester noch gemacht. Die können wir theoretisch als nächstes machen. Ich habe vergessen, mein Steam offline zu stellen. Also tut mir leid, wenn ihr abends immer ein paar Nachrichten kriegt. Wie schon gesagt, ich habe es halt vergessen. So. Machen wir gerade mal in die Richtung hier. Wo es die Krankenschwestern gibt. Jetzt hängt das Spiel kurz. Müsste so rumfahren. Da will ein Zombie schwimmen gehen. Ups, es tut dem Motorrad gut, ich weiß. Aber wenn ihr das Motorrad habt, ihr könnt nur mit der Maus steuern. Was anderes gibt es da nicht. Also keine WASD-Taste, mit W gibst du Gas. Und mit der Maus tust du halt ein bisschen steuern hier. Und wenn ihr rechte Maustaste gedrückt haltet, wenn ihr auf dem Motorrad seid, könnt ihr euch umschauen. Denn ohne, ja, geht zwar auch, aber wenn ihr fahren müsst, dann fahrt ihr in die Richtung, wo ihr dann hinguckt. So. Machen wir uns mal bereit für die Krankenschwestern. Wo ist noch eine? Wie viel müssen wir überhaupt kaputt machen? Keine Ahnung. Boah, ist die geflogen. So, jetzt. Habe ich jetzt geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Also ich muss mir die Quest mal aktivieren hier. Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. So, jetzt muss ich gerade mal. So, wie muss ich da gehen, um die abzuschließen? Lass mich gerade mal kurz gucken nochmal. Okay, rede mit dem Händler. Das ist eigentlich egal, mit welchem Händler man redet. So. Schau, was wir zum Schatz so finden.
War eben das Hühnchen. Aber gleich sind wir da. Gleich haben wir es geschafft mit unserem Motorrad. Den Berg hier noch hochfahren, wenn das schafft, das Motorrad. Und ja, da ist nochmal ein Hühnchen. Es war uncool, dass wir gegen Stein gefahren sind. Ja, habe ich gedacht, die habe keine Hose an oder man sieht den Po. Dabei ist es der Sitz, wohin er das so aussieht. So, dann nehmen wir mal die Schaufel mal zur Hand und schaufeln uns mal hier ein bisschen rein. Ich habe gesagt, wir gehen heute auf Schatzsuche. Oh, das ist gut. Bei jedem Treffer treffen wir. Also müsste der Schatz theoretisch hier irgendwo sein. Da liegt er ja. So. Ich habe mal ein Fundmail gemacht. So, ich hoffe, ich habe Dietrich dabei. Scheint so zu sein. Wir müssen auch noch ein paar Level verteilen. Ich glaube, ich habe noch 16 Level, wo ich noch nicht verteilt habe. Ich habe schon ein bisschen was verteilt, aber auch nicht einiges. Auch nicht alles. Ja, es geht. Chatons, ja, Kammer, Hohlkammer. Ja, ist nicht so geil. Muss ich ehrlich sagen. So, dann suchen wir uns die nächste Schatzkarte. Ich habe da ein bisschen was gelootet schon. Akzeptieren. Die ist 813 Meter in die Richtung. Right. Wir kümmern uns ja nur um Schätze. Absolut, tue ich mich wieder offscreen bemühen, außer ihr wollt sehen, wie ich hier alles leer loote dann. Und schreibt jetzt bitte in den Kommentaren, wenn ihr sehen wollt, was ich hier dann so anstelle. Ich schaue zwischendurch auch viel selbst bauen. Oh, da ist ein Händler. Habe ich ihn schon markiert? Ja. Mal schauen, was. Okay, da ist ein zweiter Händler. Ich weiß nicht, warum da ein Händler ist, aber. Achso, ja, stimmt ja. Ich habe mal einen Mod installiert zum Ausprobieren, wie das so ist. Ich habe ihn deinstalliert, aber wie man sieht, ist es immer noch, ist der Händler da immer noch da. Ja, ich kann dem nicht die Quest geben. Was der Aufgaben? Einser-Quest interessiert mich nicht. Da ist ein Inventar sehen. Ich brauche Erbsen. Erbsen, dann können wir nicht weiter kochen. Was hat der so? Betonmischung, haben wir genug. Hier. Nee, tut mir leid. Ja, tut mich auch. Ist da wenigstens was? Die Dose vorne können wir mitnehmen, können wir immer gebrauchen, kaufen wir. Nee, nicht. Oh, das nehmen wir mal. Das essen wir dann auch gleich, wenn wir den Schatz holen. So, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal Richtung Schatz. In Richtung des Schatzes. Ich habe auch schon an meine Beete weitergebaut. Ja, und es hat erst viel Spaß, meine Beete ein bisschen rumzubauen. Ich habe alles angepflanzt, was es, glaube ich, gibt. Baumwolle, Blumen. Wieso vor nicht? Den kann ich nicht anpflanzen. Aloe Vera haben wir angepflanzt. Irgendwann kommen die großen Gegner. Wir sind dann in der dritten oder vierten Hortennacht. Wir haben jetzt bis jetzt so die erste gekriegt. Die nächste Hortennacht gibt es dann bei Horde Nummer 14. So, jetzt essen wir mal unser
Dann dauert 5 Minuten, okay, dann beeilen wir uns mal. Dass wir ganz schnell den Schatz hier graben können. Oh, das ist gut in die Richtung. Noch mehr in die Richtung. Jetzt läuft der. Ah, oh, jetzt habe ich kein Stamina mehr oder was? Drehen wir gerade mal so ein D. Kein Tee, ein Kaffee. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja, ich habe noch 5 Minuten Zeit, dann hört das Nerd-Ding auf. Da ist er ja. Und mal aufschließen. Mal schauen, ob wir gleich Glück haben. Ja, Level 35, Fertigkeitsstufen haben wir noch zum Verteilen. Das machen wir dann auch gleich. Und es ist. Ja, nicht jetzt drin, was ich eigentlich halt erhofft habe. Aber keine Panik, wir haben noch ein paar Schatzkarten hier. Die wir auch mal lesen. 1,1 Kilometer, also die sind hier alle in der Nähe. Zu aber erstmal ein bisschen leveln. Wie schon gesagt, ich habe hier schon ein bisschen was gelevelt. So, da tun wir mal da ein bisschen was investieren. Machen das Ding mal voll. Dann können wir nämlich Minen herstellen. Die Minen sind wichtig. Das haben wir voll. Gucken wir mal da. Die Donnerbüchse hätte ich ganz gern voll. Das heißt, also wir investieren hier nochmal rein. Okay, geht doch nicht. Wir haben alle Level schon verbraucht. Geht schnell, 17 Level. So, also geht's dann weiter. Noch ein Zombie, wo hier. Oh, ein Tourist. Boah, den haben wir voll mitgenommen. Tourist, ne Tourist, ein Tourist. So. Ne, den Berg schaffen wir so nicht, also nehmen wir eine normale Strecke. Aber hier können wir wieder hochfahren, es wird ja wohl die Maschine schaffen hier. Oh, wunderbar. So. Gleich sind wir da. Über Hock, über Stein. Über Berge und Täler. Fährt der Christoph überall hin. Das war gerade ein Soundfehler. Aber ich habe nichts gemacht. Das war das Spiel. Fahren wir hier gerade rüber. Zwei Minuten haben wir noch Zeit, bis der Nerd-Dings aufhört. Ja, da ist auch noch Wasser. Nein, nicht ins Wasser fahren, nicht ins Wasser fahren. Fangen wir hier in der Mitte an. Schauen wir ihn gleich sehen. Beziehungsweise gleich finden. Wir müssen uns in die Richtung halten hier. So können wir noch ein bisschen Material für die Schmelzen. Die sind wieso jetzt schon alle ausgelastet. Ich hab viel Eisen gefarmt, Steine, wo ich meine Zorten-Base gebaut habe. Ja, ich habe so ein kleiner Bunker-Unterschein gebaut. Bin aber ganz fertig mit Bauen. Mir ist das Material ausgegangen. Und das tue ich jetzt gerade einschmelzen. Dass wir Stahl brauchen wir ganz viel. Ich will jetzt nämlich alles aus Stahl verstärken. Hallo? Ich habe keinen Bock, das Ding aufzubrechen. Jetzt. Und was ist drin?
Ja, kann man alles verkaufen, ist nicht, aber nicht so der geile Scheiß, den man eigentlich oft hat. So, dann geht's weiter mit dem nächsten. Oh, falsche Taste, sorry. Mit der nächsten Quest. Ne, hier nicht. War doch berichtigt. Hier. Lesen. Akzeptieren. Und 600 Meter entfernt. Hallo, steigt bitte auf dein Motorrad hier drauf. Sehr gut. Und zwar in die Richtung müssen wir. Nein, nicht ins Wasser. Mal schauen, ob wir die ganzen Schatzsuche-Kisten finden. Beziehungsweise alle erfüllen können. Boah, ich kann nicht widerstehen. Ich kann einfach nicht widerstehen. Blei brauchen wir nämlich auch, um Patronenhülsen herzustellen. Aber dafür nehme ich dann meinen Bohrer. Wo habe ich den? Wo habe ich den? Ich habe ihn mitgenommen. Da ist er doch ganz unten. Jetzt bauen wir uns gerade mal kurz schnell durch. Ich brauche nicht viel. Ich brauche. Ah, das war's schon, okay. War zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Oh, noch ein Zombie. Das nehmen wir jetzt auch noch. Hopp. Und ich habe auch schon angefangen, Benzin zu produzieren. Patronenhülsen zu produzieren. Minen können wir demnächst produzieren. Denn Minen sind echt praktisch. Habe ich in der ersten Hortennacht gemerkt. Ich habe auch schon für die zweite Hortennacht eine Geschützuhr draufgestellt. Das habe ich mir beim Händler gekauft. Habe es verbunden mit Strom. Ich zeige es euch dann, wie das genau funktioniert. So. Aber eins nach dem anderen. Alles Eisen. Wo wir gerade vorbeigefahren sind. Warte, wo war das jetzt nochmal? Hä? Ah, nee, kein Eisen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt Eisen gewesen. Hallo? Ey, das sein können Eisen braucht man auch viel. Da ist schon wieder Blei. Blei nehmen wir gerade mal kurz mit. Als sie fällig da rumhängt. Wir müssen gerade mal kurz nachtanken. Ah, gut. Na, jetzt können wir mal schnell mit dem Bohrer hier. Dass der Bohrer wieder zum Einsatz kommt. Mal schauen, ob wir jetzt Glück haben, ob es gleich beim ersten Mal klappt. Oder ob wir mehrere Versuche brauchen. Oh. Ich tue auch schon teilweise schon zerlegen, dass wir wieder Bessing haben. So, ich glaube, zwei haben wir noch. Ja, vier haben wir noch. Die nächste ist 798 Meter entfernt. So, das schaffen wir alles in der Folge, hoffe ich jedenfalls mal. Raphaels Schatzkiste. Da ist nochmal ein Zombie, wo man umnieten kann. Komm her, Zombie. Beiger Zombie. Oh, der hat sich nicht umfahren lassen. Stabil. Der Zuckelheini, der wird auf Kopf voll mitgenommen. Aber richtig voll mitgenommen. Da ist Eisen. Ich weiß, wir brauchen Eisen, aber ich will hier die Schatzsuche beenden. Und blum.
Karls Korn. Oh, jetzt hat er kurz einen Hänger gehabt. Geleckt hat es kurz. Hat er noch was anderes außer Mais? Zement hat er aber. Nee, Christoph, wir müssen die Mission fertig machen. Was? Direkt neben der Straße, okay. Nehmen wir gerade den Bohrer wieder. Ah, das ist ja schon. Irgendwie hänge ich da irgendwo fest. Jetzt kommt mal ein bisschen der Bohrer zum Einsatz. Und wir gerade mal kurz nachspülen hier mit dem Benzin. 6000 Jetons ist auch nicht schlecht. So. Und die nächste Karte lesen. Ja, sie können sie eigentlich theoretisch alle aktivieren. Dann geht es ein bisschen schneller hier. So, 919 Meter ist der nächste Schatz. Also sind sie alle hier relativ nah beieinander. Kann man kurz gucken, wo der nächste Schatz ist. Ja, guck, die sind beide neben dran. Machen wir zuerst die einen, dann die andere. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht in der Folge alles schaffen würde. Und jetzt wieder drüben mache ich mal aufscreen eine Händlerquest, dass wir da auch ein bisschen aufsteigen können. Dass wir da auch mal größere Fabriken reingehen können. Nicht immer nur so kleine Piep-Missionen haben. Ich muss gerade mal kurz gucken, wie weit wir entfernt sind. Ja, nicht mehr weit. Da ist kommt ein Baum. Die Medizinstudentin, die Krankenschwester, jetzt habe ich es bald gefunden. Moderat will ich mal ein bisschen schneller fahren. Ist das möglich? Ohne den zerbrannten Biom. Oder den zerstörten Biom. Da ist der nächste Schatz. Den nehmen wir gleich mit, bevor wir da zu dem nächsten gehen. Ah, der ist da hinten, okay. Wo ist er jetzt? Ah, da unten ist er. Mein Charakter hat Hunger, kein Problem, er kriegt gleich was zu futtern. Wie viel habe ich überhaupt noch? 14 Dietrische, werden ja wohl noch reichen. Oh, hallo? Mach ein bisschen hin. Ja, jetzt geht's los hier. 5 Diamanten, was willst du mehr? Guck, das ist geil. Diamanten kannst du zu teurem Geld verkaufen beim Händler. Ich hab grad ein bisschen Eisen, das hätte ich gern. Denn man findet man sonst so leicht Eisen hier. Ich weiß ja, aber ich eine Mission. Okay, meine müssen gerade mal kurz was futtern. Benutzen wir mal hier Steak mit Kartoffeln.
Also wenn ihr Eisen braucht, geht ihr gerade hier zum zerstörten Biom oder verbrannten Biom. Da gibt es Eisen-Omas. Mal, hier liegt Eisen. Braucht eigentlich gar nicht so, gar nichts groß zu machen, nichts zu kämpfen. Nichts auseinandernehmen. Da war eben eine Mine, habt ihr sie gesehen? Die kleine Bonbon-Mine. Deshalb will ich ja eigentlich ungern durchfahren, weil über die Mine und die scheiß Viecher herumfliegen. Und die gehen mir dermaßen gerade so auf den Sack, das Vieh hinter mir. Als was? Eine Schürfwunde wegen dir, du Sack. Kann ich da irgendwas nehmen? Antibiotik habe ich doch dabei, hier. Nein, warte, ich muss jetzt runter vom Motorrad. Ne, ich habe nämlich keinen Verband dabei. Ich habe alles dabei, bis auf den Verband. Ey, komm, was? Das Ding ist in einem Auto. Jetzt kann ich das Auto erst kaputt machen. Ist egal, bringt ein bisschen Benzin, ein bisschen Eisen. Schon gefunden, es geht jetzt aber schnell. Boah. Wenn alles so schnell gehen wird, wäre ich zufrieden. Ah. Und ja, ein bisschen Munition. So, gucken wir gerade mal, ob wir noch eine Schatzkarte haben. Jo. Die letzte Schatzkarte für heute, also für die Folge. Wo müssen wir hin? Ah, wieder raus aus dem Biom hier. Also wenn ihr durchfahrt, müsst ihr aufpassen, dass ihr gegen irgendeine Mine fahrt, dann macht's Bumm, dann seid ihr tot. Und könnt euer ganzes Inventar wiederholen. Und man bleibt überall hier hängen. Für Eis ist es zwar gut hier zu farmen, aber ja, ihr müsst halt auf Minen achten. Und natürlich auf Monster. Ah, endlich sind wir dann normal im normale Biom. Oh. Traumhaft. War ich hier überhaupt schon? Ne, hier war ich noch gar. Neues Dorf hier, cool. Neue Stadt. Das heißt also, wir haben hier auch einen neuen Händler irgendwo. Den werde ich wahrscheinlich ohne euch dann suchen. Vielleicht hat er auch Glück, dass er hier irgendwo gleich da ist. Okay, hier waren wir noch nicht. Nein, cool, okay. Was ganz Neues. Also wie schon gesagt, wenn die Folge hier beendet ist, tue ich mal ausgeben, hier den Händler suchen. Gucken, was der, ob der irgend so ein schöner Scheiß hat. Was wir so gebrauchen können. Ah, hier waren wir schon. Ich war zumindest mal hier schon mal. Ich glaube, das war wegen einer Quest.
So, der letzte Schatz. Mal schauen, was wir so kriegen. Ah, da ist er. So, der letzte Schatz für diese Folge. So, mal klar, Arschlochkind. Jawohl, und. Ja, Scharfschützengewehr haben wir schon. Ja. So, mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Christoph D86. Tschüss.